Endlich! Endlich! Unendlichkeit! Endlich, unendlich! Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich daran gesessen habe jetzt. Hallo ihr lieben Menschen und Seepferdchen und willkommen zu Rise SMP. Naja, die Sonne geht gerade unter, anstatt aufzugehen, aber sieht trotzdem passend aus. Jetzt geht die Sonne auf. Und ich will heute hier so ein bisschen was an der Base noch machen. Also wir sehen zu, dass wir da Fortschritte kriegen. Und wir machen auch noch so ein paar andere Sachen. Aber erstmal will ich zusehen, dass wir unseren neuen super tollen Bogen dann mal zusammengecraftet kriegen. Was haben wir? Stärke 4, Stärke 4. Das kann hier noch drauf. Und was haben wir hier? Haltbarkeit und Flamme. Das ist hier beide schon drauf. Das heißt, den Bogen, den können wir völlig ignorieren. Wir kombinieren einfach die beiden. Machen wir die so rum oder so rum. Nee, wir machen die so rum und nennen die Zahnrad-Tattoo-Maschine. Yeah! Ich denke, wir fangen auch gleich mal mit der Base an. Zumindest mit der ersten Kleinigkeit, die wir heute machen. Und das ist ein kleiner Weg nach oben und unten. Derzeit haben wir halt hier drin diesen Pseudo-Wasseraufzug. Kann man machen. Wir machen hier ein bisschen was anderes. Und ich will das hier außen anbringen. Kann sein, dass hier die Akazien ein bisschen im Weg sind und die Eichen. Darum mache ich die einfach erstmal weg. Und jetzt können wir von hier oben, ja, im Grunde lassen wir wieder Wasser runterfließen. Wir machen es aber etwas geschickter. Und ich hätte hier gerne so eine, so ein Rohr rausgucken hier quasi, was dann Wasser nach unten fließt. Toller Satz, da kommt Wasser raus aus dem Rohr einfach. Das ist dann das Abwasser, was weiß ich, aber so kommen wir hier halt gut drauf und runter. Und ich gehe mal hier irgendwie einfach so ein paar Blöcke runter und dann können wir uns die Akazienfalltür nehmen und hier rumgehen und ja, hier können wir dann noch mal, ich denke, 3 nach oben gehen. Das sollte auf jeden Fall passen und die können natürlich alle umgeklappt werden. Hier kommen wir, glaube ich, gut bei weg, wenn wir hier Treppen nehmen. Und hier kommen Stufen, das ist unten an dem Rohr sind halt Stufen. Oh, ich habe da Tja, wir haben hier ein Grave-Plugin, wie es aussieht. Aber wir müssen hier noch Falltüren ergänzen, die hatte ich vergessen. Und hier packe ich auch nochmal einfach Treppen hin für den Nick. Hier nochmal Falltüren und dahinter können dann auch Stufen hier quasi das Rohr nach hinten führen. Und an den Seiten bleiben wir ganz einfach bei den Trapdoors. Und dann alles irgendwie noch ein Stückchen nach hinten einfach, würde ich sagen. Und hier gucken wir mal, dass wir zumindest hier drunter ein bisschen ein kleines Loch im Boden machen, was hier genau drunter liegt. Und jetzt sind wir hier nochmal drin. Ich mache hier einfach mal ein bisschen Erde hin und wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie sonst nicht die Stufen waterloggen. Das wäre ein Problem. Ich packe einfach mal hier Wasser und dann kann hier ein Wasser und dann kann hier ein Wasser. Ja, tatsächlich, so kommen wir gut bei weg, denke ich. Ja, dann haben wir die erste Schicht. Und ich hätte das auch tatsächlich gerne, bis oben hin hier normales Wasser, kein fließendes. Also, ja, gehen wir nochmal hier dann auf diese Weise bis nach oben. Und das Wasser sollte jetzt genauso wie wir wollen nach unten fließen. Ja, ich glaube, das ist ziemlich gut. Wir kommen so nach unten. So, ich mache da unten das Ding, glaube ich, ist gleich noch ein Stückchen größer, dass das Wasser hier ein bisschen auseinanderfließt. Ja, besonders hübsch müssen wir es jetzt nicht machen. Und das, worauf es ankommt, ist, wir können hier quasi das Wasser benutzen, um nach oben zu schwimmen. Und ja, wenn wir wieder runter wollen, können wir auch das Ding hier benutzen. Wir müssen gar nicht dann die Falltür benutzen. Wir können tatsächlich einfach... Hui! Platsch. Ja, das war dann der erste Schritt für heute. Und ich finde, es sieht wunderschön aus. Voll industrial und so. Ich besuche mal Zongo Cat in der Base von ihm und Cedric. Der ist gerade online und er und Cedric haben schon ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, wie viel sie haben. Ich war noch nicht da. Aber ich habe ein Hühnchen mit den beiden zu rupfen. Also, auf dem alten Server, da waren die beiden in meiner Base zu Besuch mit Cedrics Hund. Und der hat mir hinters Haus gekackt. Und heute gibt's die Rache. Die beiden müssen irgendwo da oben auf dem Berg sein. Wahrscheinlich, ja, genau da, wo das Laub ist. Hier ist ein Grab. Hier ruhen 2 Fledermäuse. Ah, und ein Zombie kommt einfach mich angreifen. Hi. Hallo. Hier ist unmöglich raufzukommen. Also, ich meine, ich bin hier, offensichtlich ist es möglich, aber es ist schwer. Ja, ich weiß. Kommt alles noch.
Das will ich hoffen. Ich wollte mal Hallo sagen und fragen, ob du an irgendwas Bedarf hast oder ihr. Was Wichtigen. Boah, momentan an so ziemlich allem. Also Essen haben wir inzwischen, aber ansonsten. Nee, am meisten mangelt es mir momentan an Leveln einfach. Ah, okay. Ich habe auch noch hier die Lieferung an. Ja, also so eine würde ich auch nehmen. Brauchst du Eisen? Momentan passt es eigentlich. Mein Eisen habe ich auch ganz gut. Da ist die Wertkiste. Ja, also. Ich weiß ja nicht, was du so vorhast, aber für mich reichen 36 Blöcke erstmal. Rüstung oder Tools? Aus Eisen? Ich habe alles aus Diamant. Nee, alles aus Diamant. Ich habe Schmiede. Ach so. Oh ja, dann. Das klingt schon lecker. Meinst du auch gegen so eine Doppelkiste dann? Oh ja. Wenn du uns zwei Sets mit Diamantrüstung und ein paar Tools dazu besorgen könntest, dann okay. Safe. Also einmal die Tools, also Schwert, Spitzhacke, Schaufel, Axt und die Rüstung komplett. Ja. Okay. Ich gehe dann. Ciao, ciao. Als nächstes können wir uns dann mal darum kümmern, dass wir in den Nether kommen. Das wird langsam Zeit. Ja, wir brauchen Obsidian. Ich guck mal, ich glaube, in die Richtung war irgendwo eine Lavaquelle. Ich habe mich geirrt, aber bei dem Dorf hier hinten, wo wir unser Villager her haben, hier ist ein bisschen Lava. Die gönnen wir uns jetzt. Also das Obsidian daraus. Ziemlich genau, also ganz genau, ein Stack Obsidian, das reicht uns erstmal. Und dann schauen wir mal, was uns im Nether erwartet. Wir machen hier jetzt übrigens keine große Tour. Wir möchten nur mal reingucken und schauen. Basaltdelta. Oh, ein Gas. Ha! Ich glaube, wir buddeln uns einfach mal ein bisschen hier vorne in das Dings rein. In der Netherrack. Magma-Blöcke will ich jetzt nicht unbedingt. Ja, komm, ich nehme ein paar mit. Ja, hier sind wir wieder irgendwo rausgekommen. Da vorne ist Quarz. 27, das sollte mir für im Zweifelsfall erstmal reichen. Das wäre okay, sag ich mal. Ich will aber wirklich noch ein bisschen Seelensand. Bin jetzt wieder zurück, da vorne ist irgendwo unser Portal. Oh, hier ist ja auch direkt Quarz gewesen. Das nehmen wir mit. Da ist unser Portal. Oh, wow. Wir haben eine Festung direkt nebenan. Aber jetzt will ich eigentlich wirklich noch Seelensand. Der Strider auf dem Strider friert, der Arme. Der ist ein Mini-Magma-Cube. Tschüss. Oh, da ist Seelensand, da gehen wir doch direkt mal hin. Ja, wir brauchen jetzt auch keine Unmengen davon, aber... Das ist das Blöde, wenn man so nah an der... wenn man im Seelensand so nah an der Lava steht, man steht nicht ganz auf der Blockhöhe. Und dann gehen wir jetzt zurück aus dem Nether, haben wir jetzt erstmal alles. Da ist ein Magma Cube, der versperrt uns den Weg. Oh, und ich habe ein Gasfeuern hören, das gefällt mir gar nicht so. Okay, ich habe ist kein Plan, wie das mit den Gräbern in der Lava funktioniert. Wenn es miese läuft, ist alles weg. Da ist ein Grab. Ich habe alles wieder gekriegt. Ja, das ist eben das mit den Gräbern, ne? Das ist hat mir gerade den Hals gerettet, generell. Hat mir jetzt gerade den Hals gerettet, aber ja, ob das Cheaty ist, weiß ich nicht. Und dann können wir auch gleich mal den Seelensand benutzen und uns hier so einen Bubble Elevator reinmachen. Da müssen wir halt den Seetang nochmal bis nach oben setzen. Ich gucke nur, dass das in der Mitte ist, weil das sind dann alle Wasserquellen, die fließen nach außen. Darum habe ich das 3x3 gemacht. Und dann sollten wir auch dann immer relativ schnell raufkommen. Auf jeden Fall schneller als vorher. Und da oben können wir die Falltür aufmachen und sind dann gleich oben. Hey! Wir brauchen jetzt ein paar Blöcke. Zuerst mal will ich Ziegel, dafür mache ich mir hier mal einen neuen Steinmetz. Hier lief ein Villager rum, der war auch Steinmetz, aber irgendwie ist der verschwunden. Ich nehme an, der wurde vom Zombie gefressen und ist dann bei Tageslicht verendet oder so. Hallo. Hallo. Da ist er in Full Nether Ride. Ja, ich habe alle Tools, sogar die Ho. Ja, läuft. Jo. Sag mal, hast du zufällig Dripstone gefunden irgendwo? Nee, das wollte ich jetzt gerade suchen gehen. Ah, ja gut. Genauso wie Karotten.
Ich hoffe, dass der die Blöcke verkauft. Ja, ich brauche heute eine Guardian-Farm. Das Ding ist halt, für das brauche ich Karotten für die Invisibility Potion. Ah, okay, okay. Ich wollte gleich, wie gesagt, für Strom muss ich sowieso eine Tour durch ein paar Dörfer machen oder ein paar Dörfer suchen. Kann ich die Karotten mitbringen oder wir gehen zusammen los? Ja, wir können gerne zusammen losziehen. Ah, da ist ein Dorf. Ah, das ist ein Savannendorf. Und hast du was gefunden? Nee, ne? Nee, nee. Alles Weizen. Ja, da ist ein Dorf. Und das ist ein Plains. Die haben gute Chancen für Karotten. Das ist alles Weizen. Nein, hier, ihr habt Karotten. Ja, perfekt. Oh, aber dann nehme ich mir gleich ein bisschen Eis mit, wenn wir hier schon an den Bergen sind. Ich glaube, ich fahre gleich weiter. Ciao, ciao. Ja, also ich suche jetzt allein weiter. Ich muss irgendwo eine Dripstone Cave finden. Ich könnte den auch mit was anderem ersetzen. Also ich könnte ein bisschen drauf verzichten, aber will ich nicht. Ich suche jetzt Dripstone. Oh, oh. Ich habe Dripstone. Okay. Das ist ziemlich dünn hier, der Dripstone. Aber es reicht. Wir können mehr machen. Dann baue ich mal fix die billigste Dripstone-Farm, die mir einfällt. Ja, und jetzt müssen wir hier ein bisschen warten, bis das Zeug wächst und dann können wir das abernten und so weiter, ne? Im Ernst? Jetzt ist hier ein Wandering Trader, der mir Dripstone verkauft. Wow. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Und ihr müsst mitleiden, weil er euch mitgebracht hat. Wir bauen uns jetzt hier ein besseres Eisenlager. Oder besser gesagt, da oben. Ich habe auch irgendwo schon ein kleines Loch ins Dach gemacht. Da ist es. Da möchte ich das Eisen im Grunde hinhaben. Das heißt, wir müssen es irgendwie von hier nach da bringen halt. Ja, und ich habe hier halt Segelsand, Packeis und Glas. Und ein paar Falten, um das Wasser zu stoppen. Also bauen wir hier jetzt irgendwie so einen Wasserweg für das Eisen, dass das schön nach oben kommt. Schlamm brauche ich auch noch, also den crafte ich weiter zu festem Schlamm und Schlammziegeln. Aber ja, ich muss hier erstmal ein bisschen Erde platzieren. Ich mache mir, denke ich, einfach mal einen Stack Schlamm und crafte den teils weiter. Es regnet, zumindest wenn wir hier gerade nicht in dem Savannenbiom sind. Und das macht mich super glücklich und so, ja. Naja, wir sind hier gerade unterwegs zu einer kleinen Wüste, die muss hier irgendwie gleich kommen. Wir helfen Ninja ein bisschen, der versucht gerade ein Ocean Monument trocken zu legen. Und ja, er braucht Sand, also machen wir mal eine Tour mit ihm. Wir sitzen hier im Chessboat, also das ist dann eine Tour, die er sich spart, weil wir waren noch nicht im Ende. Wir haben keine Schalkerboxen und so. Das heißt, ja, er muss das wirklich alles so hier rüberbringen. Oh mein Gott, da ist ein Korallenriff. Das muss ich mir sowas von merken. Das Korallen, oh mein Gott, oh mein, oh, ich liebe das, ich brauche das. Ich werde dieses Korallenriff sowas von zerstören. Aber erstmal, Sand! Hallo! Sand. Genau. Warte, Kaninchen! Töten! Tot. Perfekt. So, ich habe hier hinten hab ich schon eine Kiste aufgesetzt. Konntest du alles reintun? Ja. Es müsste jetzt genau alles drin sein. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Dann mache ich mal weiter. Viel Spaß. Danke. Und danke für die Hilfe. Du hast was gut bei mir. Bitte, bitte. Oh, der hat gerade so einen Fehler gemacht. Er hat gesagt, ich habe was gut bei ihm. Komm, wir bauen ein Haus. Auf die Base der Base, einfach oben drauf. Ja, das sieht gut aus. Ach komm, ein zweites Haus bauen wir auch. Das erste ist für Eisen und das zweite für Villager. Dann sind das Eisen und die Schmiede einfach schon mal sehr viel näher. Und einen Boden mache ich noch zum darauf rumlaufen. Und ich bin hier gerade in Freecam, einfach damit ich es besser so zeigen kann. Wir haben hier zwei Gebäude. Ich experimentiere gerade noch ein bisschen mit dem Stil. Also dieses Gebäude, das ist einfach ein Eisenlager. Wir haben hier diesen Eisen. Ich habe schon ein bisschen rumgestanden. Hier haben wir noch eine Werkbank oder Werkbänke drunter. Und hier in die Fässer können wir dann Blöcke schmeißen. Ah, hier hinten ist noch ein Item-Sorter, der sortiert die Rosen aus. Und dann kriegen wir im Grunde hier Knochenmehl rein.
Und dieses Fass, da stand ich kurz AFK, als ich wiederkam, ist da dieses Fass hier. Das hier ist übrigens so quasi mein AFK-Spot hier jetzt. Ja, Nini hat mir ein Unendlichkeitsbuch vorbeigebracht, weil ich so verzweifelt war mit meinem Bogen. Ich habe ja mittlerweile Unendlichkeit, das weiß er nicht. Ich habe mich erstmal dafür bedankt. Er kriegt auch noch was Nettes dafür. Und wir können uns einen Ersatzbogen machen. Das ist, glaube ich, ja, eine ganz gute Strategie. Es ist sowieso gut, einen zweiten Bogen damit zu haben. Ja, ich habe hier bei den Texturen auch ein bisschen einfach mit Ziegel und Matt rumgespielt. Und Deep Slate. Und das Kupfer da oben. Ich denke, ich mache eine Mischung aus dem normalen und diesem ersten Oxidierungsstadium. Ich habe aber noch keinen Honig darum, also keine Honigwaben, darum brauche ich mir da jetzt noch keine Gedanken machen, das ständig abzukratzen. Dieses Gebäude, das ist so ein Turm, ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ja, das ist so ein Turm, hauptsächlich Ziegel, bisschen Keramik und, wie heißt das Zeug? Granit. Und hier drin, hier will ich meine Schmiede halt reinbringen. Hier kommen dann die Arbeitsplatzblöcke, also die Schmiedetische, und die stehen hier. Diese Treppen haben den Hintergrund, wenn ich mit denen trade, droppen die halt Erfahrung. Die würde hier nicht zu mir kommen, aber die kommen durch diese Treppen quasi bis hierhin und dann kann ich die hier vorne noch einsammeln und die Treppen gehen hier durch, dass die sich eben wirklich auf mich zubewegt. Ich will hier draußen jetzt noch so ein Geländer machen und dafür habe ich hier so ein paar Sachen. Ich habe nämlich eine ganz nette Idee. Ich müsste dann hier eine Treppe platzieren. Amboss drauf, den kann ich so. Ich kann hier auch gleich ein paar Treppen mehr platzieren. Und auf den Elementen dazwischen, das können wir auch gleich mal machen. Da kommen Mauern hin. Und die Ambosse können hier auch gleich überall auf die Treppen. Hier haben wir dann ein kleines Stück, was wir uns gleich mal angucken können. Über die Mauern kommen Blöcke. Über die Ambosse kommen hier dann noch Kessel. Da können wir auch Lava reinfüllen. Dann haben wir hier tatsächlich Beleuchtung. Das müssen wir uns noch überlegen. Und hier auf die Blöcke kommen nochmal Ambosse, dann würde das erstmal so aussehen. Ich guck mal, ich überlege. Ich hätte hier gerne noch irgendwas drauf. Zum Beispiel hier Stufen auf den Ambossen. Ja, ich denke, das ist ganz schick. Das könnte ich auch einfach mal umziehen dann. Ja, das ist, denke ich, ja, das gefällt mir ganz gut. Ich ziehe es jetzt natürlich nicht komplett rum. Ich weiß nicht, wo hier noch Häuser durchbrechen oder so. Aber so ein Stückchen, das ist doch eine schöne Ecke jetzt schon mal. Ich will jetzt noch hier das Ding hochziehen, weil die Villager hier, die Trader, die müssen hier rein, ne? Darum ziehen wir, denke ich, ja, ganz stumpf das Ding hier ein bisschen höher. Ich mache hier dann nochmal noch ein bisschen Bruchstein drumrum. Und ich mache hier vielleicht auch schon mal so einen Weg für die Villager, dass wir die dann hier reinschicken können. Und dann müssen wir die hier halt in die Ecken prügeln. Da sollte ich vielleicht auch noch irgendwie, ja, zumindest erstmal irgendwelche Falltüren platzieren. Das ist leichter, die dann da reinzukriegen, wenn ich dann einfach nur eine Falltür umklappen muss, um die einzusperren. Wir haben hier noch ein paar Schwarzeichenholz-Falltüren. Die können wir dann so hier hinpacken. Ich habe den Gang hier rein mal angepasst und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir so einen Villager da rauskriegen. Ich hole die Schmiede einen nach dem anderen und ich versuche den jetzt einfach mal mit dem Schmiedetisch zu locken. Stück für Stück. Das ist, glaube ich, jetzt gerade wirklich das Einfachste. Versuch mal, ob ich den nicht gleich hier so hinlocken kann. Ja. Ja. So. Jo, jetzt sind hier alle Villager drin. Ich habe das Sound schon mal weggemacht und hier noch ein paar schicke Falltüren platziert. Naja, ich trade dann auch, denke ich, gleich mal ein bisschen Eisen. Zongo und Cedric kriegen beide von mir noch eine Rüstung. Ach, und Tools. Also einmal komplette Dia-Ausstattung. Und liefern tue ich deren Ausrüstung auf die althergebrachte Weise mit einem Ballon. Achso, wir können diese Fichtenholz-Falltüren, ich war eben nochmal ein bisschen Fichtenholz holen, auch hier super benutzen. Da können wir die jetzt draufsetzen. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Jo, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like. Und wenn ihr neu seid, lasst auch ein Abo da. Und tschüssi! Hä? 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 Was ist jetzt los?